Sehr schön. Haben alle. Also, auf zurück zu Bingo. Der Wald ist hier schön. Einer der Gründe, warum ich den Herbst so mag. Ich mag diese Laubfärbung. Ich glaube, neben Evendem könnte das auch so eins meiner Lieblingsgebiete werden. Bisher. Kartoffel. Ganz ehrlich, so viele Kartoffeln, wie ich jetzt gerade finde, ist schon lange nicht mehr gefunden. Der Luchs verschlingt gierig das Fleisch und schaut euch dann geheimnisvoll an. Jetzt, wo ihr ihn euch etwas genauer anschaut, sieht er wirklich ein wenig wie ein Willem Wollhaar aus. Was? Okay. Egal. Ich habe etwas nachgedacht. Und ich denke, wir sollten ihm gestatten, uns zu folgen. Natürlich. Ich wusste es. Das Fleisch hat ihm geschmeckt. Gute Arbeit. Ich habe etwas nachgedacht. Und ich denke, wir sollten ihm gestatten, uns zu folgen. Solange er das möchte. Er ist bestimmt ein ganz braver und er wäre und es wäre schön, noch einen Gefährten für die Reise zu haben. Nicht, dass ich etwas gegen eure Gesellschaft hätte. Aber seid nicht so flauschig wie Willem Wollhaar. Hier lang, WW. Du darfst uns begleiten, so lange du willst. Wir brechen jetzt zum nächsten Ziel auf meiner Karte auf. Dem Zugang zum Bruchtal. Juhu! Irgendwie bin ich aufgeregt. Irgendwie bin ich echt aufgeregt. Mein Bruchtal. Ich mag Bruchtal. Ah, hi. Da ich sowieso noch mal ein paar Mal durch die Treuhöhlen muss, nehme ich euch erstmal nicht an. Was kann ich dann noch machen? Jetzt bin ich sowieso schon gespannt, wie die Quest hier weitergeht. Und hat eh lang genug gedauert. Fast zwei ganze Gebiete lang. Also eineinhalb eigentlich. Ja. Ab in den Katzenkorb. Ab ins Körbchen. Da ist es wieder schön gemütlich und warm drin. Ich habe die Hoffnung, dass ich Kuschelsocken zu Weihnachten kriege. Ich brauche ganz dringend wieder welche. Sie fort. Sie fort. Queen fort. Oh ja, schon cool, ne?
Schon echt cool. Noch mehr Kartoffeln. Wenn ich wüsste. Da. Ich glaube, das könnte recht lange dauern, bis wir da oben angekommen sind. Wenn jetzt hier die Sonne scheinen würde, ne? In dem Spiel. Jetzt, das wäre jetzt schön. Nur mit der Moorfliege. Müsste es dann ja bald wieder irgendwo Bingo-Abzeichen angeben, die man verprassen kann? Rein theoretisch. Gibt doch bestimmt wieder neue Pets im Angebot. Mappa! Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wie geht es dir? Wir haben es jetzt übrigens ins nächste Gebiet geschafft. Wir sind jetzt in den Trollhöhen. Kurz vor Bruchtal. Wir sind jetzt hier hinten. Alter, wenn man sich erstmal so überlegt, das hier haben wir alles fertig. Also bis auf das Buch der Taten natürlich. Im Buch der Taten wirft uns um einiges zurück. Wenn es danach geht, dann dauert das Ewigkeit. Ja, wir waren fleißig. Papa, wir waren sehr, sehr fleißig. Hochmoordachs, okay. Und Platin nehmen wir mal mit. Und wir haben Level 41 erreicht. Und gestern übrigens noch den nächsten Rufrang. Ja, zumindest den nächsten Ruf fertig gekriegt. Wir haben jetzt die Martum-Gesellschaft und die Hüter von Anuminas fertig. Wir waren nicht faul. Bruchtalwächter. Was führt euch zum verborgenen Tal? Ist euer Begleiter ein Freund von euch? Wie scheint, weiß er sich zu benehmen. Im Moment zumindest. Aber was, wenn er hungrig wird? Die Wache lacht, ein fast musikalischer Laut. Der Lux? Nein, ich spreche nicht von dem Lux. Ich meine diesen hungrig aussehenden Hobbit. Erst bis 15:30 Uhr arbeiten, dann bist du eben bei meinen Elis gewesen. Wenn meiner Mom eine Katze zugelaufen ist. Bin total im Arsch. Nein, ich habe heute keine Kippen gesammelt. Oh.
Arme. Aber wenn ihr die Katze nicht wollt, ich nehme sie. Ich glaube, mich, das würde mich umbringen, wenn ich noch eine Katze mit nach Hause bringe. Er würde mich killen. Er würde mich echt einfach nur killen. Ich glaube, ihm reichen drei Katzen. Was? Dieser Elb glaubt, dass ich eine größere Gefahr für den Frieden im Bruchteil als unser neuer Freund WW wäre? Wie bin? Katze. Katze! Katze. Liebe Katze. Hast du fertig telefoniert, Frisches? Nee, meine Mom bettet. Das ist gut. Das ist gut. Solange natürlich keiner irgendwie die Katze vermisst. Wieso auf den Diant? Das ist spannend. Oh ja, ein Tee war auch ganz was Schönes, ne? Aber ich bin tatsächlich gerade zu faul, Wasser für den Wasserkoch zu. Aber so ein Tee wäre echt schön. Oder Glühwein. Oh, was würde ich jetzt für einen Glühwein geben? Ein Becherchen. Ein Becherchen. Da wäre mir zu warm. Bingo sieht für einen Moment empört aus, aber er kann diese Charade nicht lange aufrechterhalten. So ist er kurz darauf wieder gewohnt fröhlich. Diese Elben sind ziemlich scharfsinnig. Willem Wollhaar wird ihnen keine Probleme machen. Aber wenn es irgendwelche Abendessen im Bruchteil gibt, werde ich die ausgesprochen effizient in Gefahr bringen. Was? Ich freue mich darauf, das Bruchteil zu erkunden, aber... Juhu, Bruchteil. Jetzt tut mir der Magen. Ich freue mich darauf, das Bruchteil zu erkunden, aber jetzt knurrt mir der Magen. Die Elben haben sicher ein Speisesaal oder ein Lagerhaus für ihr Essen. Ich werde mich mit WW auf die Suche nach etwas Essbarem machen. Ihr solltet euch beim Oberelb vorstellen und ihm sagen, dass wir auf einen kurzen Besuch ins Tal gekommen sind. Ich habe zwar noch nichts von der Gastfreundschaft der Elben gehört, aber das liegt sicher nicht daran, dass sie keine besitzen. Er wird es bestimmt nicht vorschicken. Ja, Elrond, den haben wir ja ganz am Anfang gesehen. Seitdem nicht mehr. Dann kann ich jetzt einmal hier kurz das anklicken. Das nicht. Waffen ist sowieso angeklickt. Das hier kann ich auch anklicken. Ja, dann auf nach Bruchteil. Wir dürfen das Bruchteil sehen. Damit war heute auch das komplette Chaos. Die neue Telefonanlage hat nicht richtig funktioniert. Irgendwie kamen alle Anrufe bei uns an. Na, ganz toll. Da unten! Das Bruchteil! Da unten! Sieht natürlich nicht so aus wie im Film, ne? Muss man dazu sagen. Aber trotzdem schön. Trotzdem mega schön, finde ich. Alter. Die Musik ist halt auch mega schön. Na, langer Zeit wieder im Bruchteil. Seit das Spiel gestartet haben. Waren wir ja nur einmal kurz durch das Tutorial hier. Ja, Intro war es ja. Wir kommen voran, ne? Wisst ihr das eigentlich? So weit war ich noch nie. Würdet ihr werdet bei Annahme dieser Aufkommen sofort zu letzten. Nein, bitte nicht. Wer weiß, was die letzte Brücke ist? Ich will gerade nirgendwo hinreisen. Ich bin froh, dass ich hier angekommen bin. Heil und sicher. Das als Gildenhaus. Das wäre krass, glaube ich. Was bist du? Die weiteren Abenteuer von Bilbo Beutlin. Was ist das denn? Die weiteren Abenteuer beginnen am 12. Januar
Nach dem Vorwurf, die Gefährten brechen auf. Das ist eine wiederholbare Aufgabe, die ihr noch nie erfüllt habt. Na gut, nehmen wir es mal an, ne? Ich will aber noch nicht reisen, vergiss es. Das heimliche Haus. Hinein mit uns. Kälte des Feuers. Gästezimmer. Ich bin nicht mehr geschafft, beim Arzt anzurufen und zu fragen, ob meine Befunde da sind. Oh. Na, vielleicht morgen. Vielleicht schaffst du es ja morgen. Hallo, Bilbo. Ihr da, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Verborgen eingeladen ins Bilbesdorf. Das ist Bilbo, okay. Filmsänger. Köchin. Ofen. Ja, Hobbymeister. Ach, okay, Zentralhof. Ich werde mich hier elendig verlaufen. Okay, derzeit nicht möglich. Hier ist nichts. Bilbos Zimmer. Also wird bereits verwendet. Es ist gerade echt sehr seltsam. Ah, jetzt darf ich rein. Frodo! Gandalf! Bilbos Zimmer, 24. Dezember. Sam! Mary! Pippin! Wo ist Aragorn? Gut. Merry Christmas. Noch nicht. Noch ist es nicht so weit. Erscheinung für Kundiger. Für Umfahrer. Seid gegrüßt. Kann ich euch irgendwie zu Diensten sein? Nee. Oder eigentlich schon, aber wahrscheinlich bist du es trotzdem nicht. Das ist Veranda. Du Scheiße. Nee. Wo ist Elrond? Kann mir das mal bitte jemand verraten? Leckere kleine saftige Hobbits. So. Lasset ihr mich hinein. Danke. Was? Ich kann mir keine Füße massieren. Baden. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich hab der Schrift von Gelehrten. Hobbits sind klein und rund mit dem Haps in dem Mund. Der ist cool. Gelehrten-Gilde. Das ist die Gelehrten-Gilde. Wollt ihr nicht ein Elrond sein, bitte? Wie kam was? Ja. Was? Wo kommt denn der Pferdeschnaum her? Elrons Bibliothek. Na, würde er da drin sein? Ja, nein, vielleicht. Erfahren Sie es in der nächsten Folge.
Mirven. Noch eine so eine Mirven. Da ist Elrond, wir haben ihn. Warum war da nur noch Aragorn? Das kann dann auch nochmal lustig werden. Hallo Elrond. Das freundliche Haus. Finstere Tage werden kommen. Ja, ne? Ein seltsames Schicksal hat euch hierher gebracht. Boah. Buch 4, Kapitel 1. Buch 6, Vorwort. Dann nun. Ja, ich würde ja erstmal Buch 3 fertig machen. Was? Er sieht aus wie meine Mutti. Was? Also ich kenne deine Mutter, aber was? Einfach nur was? Wo sind Pferd und Reiter? Ganz ehrlich, das mache ich noch nicht. Ich würde gern erst einmal Buch 3 beenden. Das heißt, wir müssen jetzt Aragorn finden. Wo auch immer der Pimp jetzt rumläuft. Oder Tante Tessie, ja. Wenn dann Tante Tessie. Riecht sogar genauso. Ach, schön, dass du mir die Tür öffnest. Aragorn! Wo bist du? Ich bin der Aragorn im Bruchteil. Ja, weil das auch so einfach ist, ne? Weil es auch so einfach ist, Aragorn zu finden. Ja, hier haben wir gestartet, ungefähr. Oder was heißt ungefähr? Ey, unser Freund ist weg. Der lag hier doch. Eigentlich. Ja, theoretisch. Okay. Gut. Aragorn, wo bist du? Gut. Aragorn will sich mir nicht zeigen. Autsch. Auch hier mit drin. Nee, hier ist aber nur Gandalf und die Hobbits. Wo ist der denn? Das ist aber auch irgendwo. Aber wahrscheinlich ist das Elrond, der mir da eigentlich angezeigt wird. Ich weiß aber auch nicht, wo die anderen von der Gemeinschaft sind, ne? Gehen wir erstmal wieder raus. Ich würde hier nie sein. Ah, nee. Ja, ich habe kein... Warte mal, kann ich mir welche leisten? Ich habe doch einige Punkte verdient. Ja. So. Rennen wir doch ganz einfach zu Aragorn. Gästezimmer. Ja, aber in die Gästezimmer durfte ich. Oh mein Gott. Okay. Ich danke euch für diese Neuigkeit. Buch 3, Kapitel 7. Oh, wenn ich doch nur da sein könnte, um zu helfen. Aber es scheint, als läge mein Schicksal im Moment im Süden und nicht im Norden. Ich werde eine Nachricht für Halbarad verfassen und Herrn Elrond bitten, dass einer seiner Elben sie nach Estheldin bringt. Ihr habt genug getan und ich danke euch. Ruht euch nun erst einmal hier im Bruchteil aus. Willkommen in Bruchteil. Juhu, Buch 4. Okay, wir haben es zu Buch 4 geschafft. Willkommen in Bruchteil, wo ihr das letzte heimelige Haus östlich der See findet. Die Reise nach Imladris ist nicht mehr so angenehm, wie sie einst war. Und ich danke euch, dass ihr die Strapazen auf euch genommen habt. Ich hoffe, das Wasser bei der Furt hat sich inzwischen wieder beruhigt. Als wir sie hinter uns ließen, war sie noch schwer zu passieren. Ich fürchte, dass der Grund dafür noch nicht behoben wurde. Herr Elrond ist der Meister dieses Hauses hier. Er sollte bereits über eure Ankunft informiert worden sein. Ihr findet ihn nordöstlich von hier in seiner Bibliothek, im oberen Stock des letzten heimlichen Hauses. Ja, das haben wir mittlerweile herausgefunden. Eine gefährliche Straße. Das können wir auch einmal beenden. Eine folgenschwere Entscheidung. Nehmen wir die, ja. Das nehmen wir auch einmal an. Gut, und Buch 6, soweit sind wir noch nicht. Buch 6
ist Buch 6. Das machen wir noch nicht. Legolas! Sieht ja noch weiblich aus als vorher. Achso. Legolas. Da hätte ich lange suchen können. Da hinten! Da hätte ich mir einen Wolf gesucht. Naja, gut. So viel dazu. So viel dazu. Aber das bestärkt mich in der Annahme, dass ich tatsächlich richtig gegangen bin für mich. Dass ich das mit den Nordhöhen und dass wir danach nach Evendim gegangen sind, richtig gemacht haben. Weil wenn Buch 3 dann ja hier aufhört. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit meiner Entscheidung. Ich wollte erst auf woanders lang gehen. Ich glaube, ich wäre dann niemals nach Evendim gegangen. Fürchte ich einfach. Ich denke mal, wir machen hier die richtige Reihenfolge. Bin ich ja mal gespannt, was im Buch 4 passiert. Das war jetzt auch dieses jetzt Reisen, ne? Ja, später Reisen. Sippenschreiber. Gibt es hier nicht auch so einen Boffinhändler? Weiß einer, wo hier ein Boffinhändler ist? Oder ist er hier noch nicht? Was wäre der für Waffenmeister? Was wäre der für Hüter? Jönshaus, Auktionshaus? Ein Reliktmeister? Einige Waffen. Wenn ich Witterbau von Händler überhaupt auf der Karte angezeigt? Die hätte ich schon gerne. Oder kommt der erst später? Na, mal gucken. Wahrscheinlich dafür gemischt waren. Ja, du bist es nicht. Ihr seid die Rufhändler. Ich grüße euch. Du bist aber für... Nee. Das kann ich schon. Nee. Bitte einmal noch eine höher.